Ja, ich bin der Werner Hofmann, war die letzten 9 Jahre in Barndorf tätig und werde jetzt versuchen, mit dem Trainer Bader Didi zusammen ein Training zu gestalten, was halt in der zweiten Klasse eigentlich nicht üblich ist. Wir wollen 3 bis 4 Mal in der Woche trainieren. Für die jungen Barndorfer Spieler, was rübergewechselt sind, eine Plattform bieten, um in den Landesliga-Kader, ja, und der Optimalfall für die Regionalliga, wieder rüberzuwechseln. Die Neudorfer Spieler sind natürlich auch eingeladen, dem Training teilzunehmen, und wir werden schauen, wie viele Spieler wir dann in die Kampfmannschaft einbauen können. Momentan wird es sehr gut angenommen. Es sind immer 4 bis 5 Spieler hier. Wir warten noch, ob irgendwo noch einer zu Hause liegt und eventuell uns auch unterstützen kann. Werner, danke für das Interview und viel Erfolg. Bitte. Bei mir steht der zweite Trainer des ASV Neudorf Barndorf, Didi. Wie ist das, wenn man jetzt 25 Spieler am Platz hat und ein komplettes Training gestalten kann? Wunderschön. Ganz etwas anderes. Natürlich eine Herausforderung, logistisch einmal, aber es ist natürlich so, dass die Leute, die da sind, gerne zum Training kommen und dementsprechend auch trainieren. Und was sind deine Zielsetzungen für die kommende Meisterschaft? Naja, ich will die jungen Spieler nicht unter Druck setzen, aber unter die ersten 4 möchte ich schon kommen und vielleicht sogar unter die ersten 2, denn 2 Mannschaften werden aufsteigen und da möchte ich eigentlich schon dabei sein. Aber wenn es nicht so ist, dann eben nicht, und wir werden trotz allem weiterarbeiten. Ich bedanke mich und viel Erfolg in der Meisterschaft. Danke auch. Bei mir steht jetzt Wilmo Scheppöck. Wille, wo hast du schon in deiner Karriere überall gespielt und wie bist du nach Neudorf gekommen? Ich bin schon 36 Jahre alt, ungarischer Fußballspieler. Ich habe gespielt 250 Spiele in erster Liga in Ungarn und ich habe gespielt in Deutschland erster Liga, Bundesliga in Energie Cottbus 3 Jahre. Halbes Jahr ich spielte in Mannheim, Bundesliga 2, und ich habe gespielt auch in England, Bristol City, das war zweite Liga in England, und nach in Israel habe ich gespielt, 1 Jahr in erster Liga Israel, und ich habe gespielt auch in der Nationalmannschaft für Ungarn 52 Mal, und jetzt ich bin hier für Hilfe dieser Mannschaft und im Aufstieg. Ja, natürlich. Das ist unser Ziel. Ich habe gesprochen mit dem Trainer und dem Präsidenten. Und unser Ziel ist, diese Jahre zu Aufstieg, ja, natürlich. Okay, Wille, danke und viel Erfolg. Danke.